Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Ich höre jetzt aber der Stimme, ich bin mega erkältet. Es geht mir auch voll auf die Nerven, deswegen auch erstmal eine Stunde lang. Ich brauche sämtliche Medikamente eingefahren, dass ich einigermaßen fit bin heute. Weil heute geht es nochmal in die Wildnis. Wir frühstücken jetzt hier im Hotel. Machen wir schon alle am Start. Und dann geht's los. Also, wir frühstücken heute nicht hier, weil James schon wartet. Wir sind schon wieder viel zu spät dran. Good morning! Angekommen. Was ist das für eine Musik? Das hört sich an, wie wenn in Indien jemand zur Schlange gehört. Kennst du das? Mit der Kopfhörer. Aber Wirt also für Beerdigung oder so. Oh, okay. Dann nicht so gut. Also es sind Leute, ein paar mehr. Keine Ahnung, ja alles. Kenn ich nicht. Aber, ja, das ist schon lustig. So, wir haben uns jetzt mal umgezogen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was auf mich zukommt. Wir werden sehen. Das sieht auf jeden Fall schon echt mega aus hier. Und da drüben ist direkt das Meer. Also wir werden wohl Süßwasserfluss uns jetzt anschauen. Brackwasser und Meerwasser. Und ich habe hier eine Wasserdrohne dabei und ich freue mich riesig drauf. Was ich mir nur jetzt nicht so geil vorstelle, ist mit Erkältung, laufender Nase und der Tauchmaske. Naja, wir werden sehen. Also ich habe jetzt gerade erfahren, das hier ist ein Schutzgebiet. Die Bewohner hier passen da ganz gut drauf auf. Hier ist auch direkt eine Polizei daneben. Und ihr seht es hier an dem Schild. Also hier steht auch drauf, dass man hier nichts mitnehmen darf oder ja, weder Pflanzen noch Tiere. Aber wir haben die Erlaubnis hier und dürfen hier drinnen filmen. Sehr, sehr geil. Ich freue mich schon. Und so sieht das Ganze hier aus. Mega. Was ist das für eine Pumpe hier? Das verwirrt dann so für Pflanzen, so für Einwohner. Achso, das Wasser ist für die Einwohner so eine Pumpe. Okay. Aber das bleibt ist direkt das Meer. Okay, ich nehme euch jetzt hier im Vlog nur wieder kurz mit. Weil ich habe hier die andere Kamera an und mit zwei Kameras und voll gepackt hier über die Steine laufen. Ist nicht so geil, wenn ich auf die Fresse kriege, das tut glaube ich weh. So Freunde, wir sind jetzt hier in der Wildnis und mit ein paar Kollegen vom Newt, die tun hier gerade die Gewässer untersuchen. Die Location hier, wenn ihr mal schaut, hier ist ein Fluss, der aus den Bergen kommt. Es läuft hier runter und geht dann hier rüber ins Meer.
So, ich würde mir natürlich jetzt auch mal die Gelegenheit nicht entgehen lassen, trotz Erkältung mal hier rein zu tauchen und mal gucken, was hier so unter Wasser abgeht. Viel Spaß mit den Aufnahmen. Sehen, wir laufen jetzt ein Stück weiter. Was macht Newt da? What are you looking for? Hier, so war auch Wasser. Ja. Und jetzt ist so eng geworden. Ja? Okay. Und dann vielleicht so finden wir so Leiche von irgendwelchen Tieren. Ah, ja, Schnecken, tote Schnecken. Das ist, weil es hier ausgetrocknet ist. Wir sind jetzt hier an so einem kleinen Endstück. Und hier sind kleine Barben drin. Ich weiß nicht, ob man sie sieht. Da sind kleine Barben. Ich glaube, man sieht sie nicht auf dem iPhone. Ich lauf mal hier lang. Hier ist alles ziemlich veralgt. Das ist nur so ein kleiner Seitenarm. Okay, hier komme ich nicht weiter. Ich habe auch keinen Bock auf Schlangen gerade. Ey, guckt mal hier rein. Ich weiß nicht, ob man das sieht von hier oben. Hier ist alles voll mit Fischen. Das ist krass. Ich weiß nicht, ob ich es vorhin schon gesagt habe, aber die beiden machen hier, das sind Kollegen vom Newton, die machen hier Gewässeruntersuchungen. Okay, wir müssen Shiwai jetzt irgendwie noch ins Trockene bekommen, ohne dass er hinfällt. Weil er hatte keine, nicht diese Schuhe an hier. Und es ist ziemlich schwer hier zu laufen. Also für uns nicht, weil wie gesagt, die Schuhe sind echt mega. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die vorne hier schon gezeigt habe. Die haben eine Sohle, das ist eine Filzsohle. Und damit rutschst du halt nicht. So, hier wird das Wasser jetzt ein bisschen tiefer. Was super ist, weil ich habe eben gerade Nahaufnahmen von den Tieren gemacht und ich will ja dieses Biotop hier auch noch komplett dokumentieren. Deswegen werden wir jetzt gleich mit der Wasserdrohne noch mal reinfahren, die habe ich hier dabei. Schön mit dem Weitwinkel ein paar schöne Biotopaufnahmen machen von der Uhr. Das ist echt gefährlich hier. Ja, wie es hier unter Wasser halt aussieht, dass ihr das halt auch schön nachbauen könnt bei euch zu Hause im Aquarium. Aber richtig, ey, ihr glaubt nicht, wie viele Fische hier unter Wasser sind. Das ist der absolute Wahnsinn. Da merkt man schon so Schutzgebiete und sowas. Echt richtig mega. Wir schauen, wie das hier aussieht. Richtig, richtig geil. Ja, und diesen Platz hier und diese Aufnahmen, die haben wir natürlich Newt zu verdanken. Deswegen schreibt in die Kommentare, I love you, Newt. Ja. Schreibt mal in die Kommentare. Weil er, wie gesagt, dafür verantwortlich ist, dass wir hier überhaupt filmen dürfen und überhaupt sein dürfen. So, also hier haben wir jetzt den Platz, wo ich mit der Wasserdrohne reinfahren kann. Boah, sehr geil. Schön tief. Perfekt. Hier können wir echt schön filmen.
Mega, mega Spot hier. Fisch das mal an. Richtig geil. Und sehr, sehr viele Fische. Los geht's. Also hier habe ich jetzt gerade erfahren, dass das, was hier hinten dran gebaut ist, davon gab es 5 Stück hier. Da wurden jetzt schon 4 Stück abgeschafft. Einfach zum, das ist zum Schutz der Bevölkerung hier, dass der Fluss halt nicht über die Ufer tritt so komplett. Aber das Problem an der ganzen Sache ist, dass die Grundeln, die halt vom Süßwasser ins Meerwasser wandern, ja, dann hier nicht hochkommen. Und deswegen wurden jetzt schon 4 Stück abgeschafft. Also bis zur Brücke waren 4 Stück insgesamt. Die wurden weggemacht und jetzt sind halt nur noch dieses eine hier da. So haben die Tiere halt hier viel mehr Lebensraum und können sich weiter fortpflanzen. Problem, ich bin gerade FPV-Drohne geflogen und habe Signal verloren und krieg kein Signal mehr. Boah, okay, Schrecksekunde. Ich habe komplett das Signal verloren von der Drohne, weil ich unter der Eisenbahnbrücke durchgeflogen bin. Auf einmal war das Signal weg. Keine Ahnung, warum das passiert ist. Darf eigentlich gar nicht passieren. Aber die Drohne ist zum Glück aufgestiegen und ist da stehen geblieben, wo sie war. Ich konnte jetzt wieder zurückfliegen. Ich habe sie jetzt da drüben irgendwo gelandet. Und ja, ist alles gut gegangen auf jeden Fall. Glück gehabt, ey. Okay, sie ist hier gelandet. Perfekt. Also alles gut gegangen. So, also wir haben jetzt hier den Bereich abgefilmt. Jetzt will ich noch mal ein bisschen Unterwasser-Retoraufnahmen machen von dem Bereich, wo geschützt ist. Und dann noch mal eigentlich Brack zu Meerwasser. Hier ist dann die Unterführung, wo das Ganze dann ins Meer gelangt. Das hier müsste eigentlich schon fast Brackwasser sein, oder? Ne, da vorne ist Brackwasser. Hier ist halt gerade eine Baustelle, aber ist ja egal. Okay, hier sind wir jetzt wirklich direkt am Meer und der Fluss fließt, wie ihr seht, hier rein. Jetzt gucken wir mal, ob wir im Meer was sehen mit der Unterwasserdrohne. Okay, ich würde sagen, ich lasse die Sachen mal hier und dann probieren wir es mal. Voll lustig, guck mal, fliegende Fische oder springende Fische. Seht ihr's? Da springen sie. Keine Ahnung, was es ist, aber wir werden mit der Wasserdrohne hinfahren, wenn wir mal gucken, ob wir was sehen.
Okay, wir werden es jetzt mal probieren mit der Drohne. Newt kommt mit mir. Ich werde mal ein bisschen reinlaufen. Ich brauche nur jetzt mein Handy. Shiwai, filmst du noch? Okay, es ist sehr, sehr glatt hier. Aber das Wasser ist ziemlich klar. Okay, ich muss jetzt das Handy ausmachen, weil ich brauche das jetzt für die Steuerung. Also mich hat es gerade voll zerrissen, voll ins Wasser. Ich glaube, Shiva jetzt drauf, ich weiß gar nicht, ob ihr mich überhaupt hört, weil ich bin mit dem Handy ins Wasser gefallen. Zum Glück ist das iPhone wasserdicht. Aber keine Ahnung, wie sich der Sound jetzt gerade anhört. So, jetzt erstmal alles Salzwasser frei machen und dann sehen wir uns gleich wieder. Die war jetzt leider nicht drauf. Ich hoffe, ich habe ein paar gute Aufnahmen machen können. Also es war geisteskrank hier, es war wirklich geisteskrank. Ich versuche jetzt mal ein Brackwasser zu filmen. Also wenigstens bin ich jetzt einmal im Pazifik tauchen gegangen. Auch wenn es unfreiwillig war, aber ja, Haken dran. So, jetzt das Resultat meines Sturzes. Also wenn ich mir dafür kein Abo verdient habe, dann weiß ich auch nicht. So, wir fahren jetzt noch mal ein bisschen hoch. Und zu unserem Aussichtspunkt, ja, oder sowas. Ja. So, wir sind jetzt hier nochmal am coolen Aussichtspunkt. Das da hinter mir ist die Schildkröteninsel. Muss mal gucken, ob ich das noch irgendwie mit der FPV-Drohne drauf krieg. Das ist voll geil hier. Sieht schön aus. Und das da hinten ist der Schildkrötenberg. Leider etwas bewölkt. Aber man sieht, glaube ich, da den Kopf und da den Panzer und da den Schwanz. Okay, jetzt haben wir ein Riesenproblem. Die FPV-Drohne ist irgendwo da hinten im Wald. Während dem Flug einfach abgebrochen, keine Reaktion mehr, gar nichts mehr. Und ja, ich weiß nicht, ob ihr es seht. Keine Verbindung mehr. Ja. Also, wir haben gerade die FPV-Drohne verloren. Ich bin, ich glaube, ungefähr hier hinten, so in der Mitte lang geflogen. Und auf einmal keine Kontrolle mehr, wir wissen es nicht. Wahrscheinlich war es, also vielleicht war es ein Raubvogel, der sich die geschnappt hat. Und ja, Drohne ist weg und wir können sie nicht orten, gar nichts. Lässt sich nicht mehr verbinden. Ich habe noch kurze Zeit ein Bildsignal gehabt, dass irgendwo in den Bäumen gelegen hat. Also es muss irgendwo hier in dem Bereich wahrscheinlich sein. Aber da kommen wir definitiv nicht hin. Und ja, zum Glück haben wir DJI Care Service. Kostet jetzt zwar 200 Euro, aber wir kriegen nächstes Mal eine neue Drohne. Das einzig Ärgerliche ist, was richtig ärgerlich ist, dass da Aufnahmen drauf sind von heute. Aber zum Glück habe ich gestern Datensicherung gemacht. Das heißt, ja, es sind
nicht alle Aufnahmen verloren. Nicht gut. Gar nicht gut. Ich wollte gerade hier noch ein paar geile Aufnahmen machen. Hier von der Location. Ich bin hier unten am Fluss lang geflogen. Bin dann hier hinten hoch. Bin dann da hoch und wollte dann hier durch diese Schlucht durchfliegen. Moment, ich zeig's euch nochmal. Hier durch die Schlucht einmal durch und dann war auf einmal das Problem. Wie gesagt, es kann sein, dass ein Greifvogel sich die geschnappt hat und sie dann losgelassen hat. Auf jeden Fall, ja, ging nichts mehr. So. Ja, jetzt müssen wir den DJI Care Support kontaktieren. So, wir sind jetzt wieder in Taipei. Ich muss James jetzt versprechen, dass ich mich heute ausruhe, kein Video schneide, nichts mehr aufnehme und heute nicht auf den Nachtmarkt gehe und er jetzt Medizin für mich kauft, weil ich angeblich richtig kacke aussehe. Ich glaube, das trifft auch zu. Wundermittel. And a little bit of this and this. Das ist Deutsch. German. Okay. Letztes Jahr waren es die Moskitos, heute ist es die Kälte. Ah, mir geht's echt nicht gut gerade. Genau da. Ah, I know this, ja. And, with hot tea. Not with beer? No. Thank you, James. Welcome. So, also, das sind jetzt irgendwelche Magic Pills from Magic James. I hope the magic is happening in your body. I hope so too. Yeah. And the most important is get rest. Yeah. Also, was ist da drin? Könnt ihr es lesen? Ich kann es gerade nicht lesen. Es wackelt hier zu sehr. Koffein, Vitamin C. Ach, keine Ahnung. Wird schon passen. So, also wir sind jetzt zurück im Hotelzimmer. Also ich habe jetzt erstmal versucht, das mit dem DJI Flyaway Service da irgendwie zu kapieren, aber ich bin so ein Eimer. Ich raff das gar nicht, was die da jetzt genau von mir wollen. Und leider erreicht man gerade den Chat-Support nicht, aber ich glaube, ich habe alles in die Wege geleitet, dass ich jetzt eine neue Drohne bekomme für 200 Euro. Ja, egal. Kann ich mich auch in Deutschland drum kümmern. Auf jeden Fall ist die Drohne weg und die ärgerlichste Sache an der ganzen Geschichte ist, dass da Aufnahmen drauf waren von dem Nationalen Marinemuseum, wo ich mit der FPV-Drohne geflogen bin. Aber ich habe zum Glück auch mit der anderen Drohne gefilmt, deswegen ist es nicht ganz so dramatisch, aber es ist halt trotzdem so ärgerlich, dass die Drohne halt weg ist. Ja, und was ich gerade auch noch gemacht habe, hast dich halt selber mal einen Corona-Test, aber der ist negativ. Weil mir geht's halt echt total kacke gerade. Ja. Also wir machen auf jeden Fall heute mal Pause. Ich werde auch heute kein Video schneiden, deswegen, ja, wenn ihr das Video jetzt seht, versteht ihr auch, warum wahrscheinlich so wenig Videos kamen, aber ihr hört es an meiner Stimme und seht es mir, glaube ich, an. Also ich bin echt komplett im Eimer. Und morgen haben wir nochmal ein langes Meeting. Und ja, das muss ich auch noch irgendwie rumkriegen. Deswegen werde ich heute nichts mehr machen und mich einfach nur noch ins Bett legen und pennen gehen. Ja. Wie gesagt, James hat mir so ein paar Medikamente geholt. Die werde ich mir jetzt einverleiben. Vielleicht noch was essen und dann geht's ab ins Bett. Gut, in diesem Sinne, wenn euch der Vlog bis hierhin gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und tschüss.